Ja, hi, Freunde von Nice. Wer ist denn jetzt alles? Ja. Zoe. Ich. Wer ist ich? Zoe. Uschi. Euer Schnattchen. Nora. Und ihr Schnattchen. Mali. Hobbit. Und du? Und ja. Ich bin Cassie, genau. Und ja. Was wollen wir heute drehen? Das wissen wir, glaube ich, selber nicht so genau. Genau, weil die dreht, Endlich mal zusammen. Genau. Yay! Lächeln! Wir haben es geschafft, wir sind im Urlaub. Jetzt kommen wir mal rüber. Nein, das ist noch. Natürlich ist hier noch Platz. Also ich drehe ja immer noch. Na, ja, nicht so doll, sondern okay, Achtung. Nicht so viele Umdrehungen, ne? Die vertragen wir nicht. Boah. Also wir haben es geschafft, die ganze Nice-Familie ist jetzt endlich mal wieder zusammen. Ey, was heißt schon wieder? Wir waren noch nie alle. Nee, ja, alle zusammen waren wir noch nicht. Robin, geh schon mal da runter. Die Robin ist so schüchtern, die traut sich nicht. Komm mal her, komm, wir beißen nicht. Wir rutschen alle noch ein Stück rüber. Guck mal hier. Los, rutscht. Also, wir können die Kamera hinten abstellen. Und jetzt erzählt ihr mal ein Märchen. Wir sollen Märchen erzählen. Es war einmal. Wir sind gestern früh um 2:30 losgefahren. Und dann haben... Von wo wart ihr denn? Von Köln? Nee, von zu Hause. Was ist das denn zu Hause? Im Land Brandenburg, in unserem schönen Land Brandenburg. Ah. Sind wir um 2:30 losgefahren. Bis nächste Woche Sonntag, also zum 15. Juli machen wir Urlaub in Köln. Köln, genau. Und heute ist unser erster Abend. Wir sind zwar noch ein bisschen kaputt in den Röhren, auf den Backen. Und sind erstmal ganz schnell weg. Haben erstmal einen Walli überfallen, damit wir erstmal zu essen kriegen. Weil die Kinder hier schon den ganzen Tag nach Hunger gebrüllt hat. Oh. Ne? Ja, aber die den ganzen Tag in sich reingestopft haben. Ja, guck mal, und das ist übrig geblieben. Aber dafür ganz viel Schokolade gegessen. Ja. Also Moment, das war doch nur Nora. Wir sind hier am Campingplatz in Dünnwald, haben unseren Wohnraum heute bezogen. Und werden morgen... Alle zusammen grillen. Eine Home-Tour habe ich mal. Und morgen gehen wir in diesen komischen Wildpark. Ja. Genau, da sag ich. Und morgen kommen alle zu uns. Und dann werden wir dann Walli auf den Grill schmeißen, Hobbit auf den Grill schmeißen. Nicht viel dran. Uschi auf den Grill schmeißen. Genau. Cassie auf den Grill schmeißen. Ja. Genau. Und Oma bleibt als letztes übrig. Und das Beste kommt zum Schluss. Wir nehmen doch Oma zuerst, das ist doch mehr. Nein, das Beste kommt zum Schluss. Das Beste kommt zum Schluss. Ich will aber nicht. Wie denn? Wir haben die Reihenfolge heute doch schon fest. Und anschließend nehmen wir die Magentabletten, weil wir Verdauungsbeschwerden haben. Okay. Hab ich bei. 100 Stück habe ich bei. Wir fangen an mit Nora an, weil Nora ist die kleinste. Und das ist die zarteste. Ich. Und dann nehmen wir Zoe, dann machen wir mit Leonie weiter und dann entscheiden wir neu. Oh Mann. Genau. Kommen wir gleich wieder. Nee, nichts mehr. Lass mal die Mieze Katze, Nora. Komm zurück. Nora. Okay. Oh, das ist unsere Nora, wenn sie Tiere sieht. Ja. Normal. Oh Nora, jetzt geh mal bitte weg mit dem Spielzeug. Wir wollten eigentlich Nora schon im Meerschweinchenkäfig setzen, dann kann sie nämlich nicht mehr abbauen. Ja. Aber Ich glaube, wir machen das jetzt doch noch, Cassie. Was hältst du davon? Ja, klingt gut. Na komm, wir überleben das im Meerschweinchen. Na, ich glaube, die werden halt gedrückt. Ich glaube, die bleiben dann drin. Nora, Danke dir. Alarm im Sperrbezug. Nora ist los. Genau. Alle Mann evakuieren. Genau. Jedenfalls besetzt wir morgen alle Mann den Campingplatz. Richtig. Genau, wie viele Personen? Was haben wir gesagt? Wir sind bei 12. Wir sind zu 12, ja. Also der Campingplatz wird morgen beschlagnahmt. Genau, voll beschlagnahmt. Das heißt, morgen keine An- und Abreise mehr möglich. Ja, kommt keiner mehr runter. Geht so viele Leute. Genau. Wir setzen uns mitten im Weg, gleich vorne ein. Coole Idee. Oder wir kassieren den Eintritt. Schauen wir mal. Ja, und dann werden wir uns ein bisschen Köln angucken die Woche. Ja. Fahre ich die Kinder. Zum Kölner Dom gehen. Wir fahren Achterbahn mit. In Phantasialand mit Cassie. Machen wir das? Ja. Du hast gesagt, du fährst mit den Kindern. Ich fahre fast jede mit. Ich fahre die aber mit. Uschi? Nein. War von vornherein klar gemacht. Hobbit kann die nicht fahren. Cassie fährt. Cassie ist euer Opfer. Okay. Cassie muss auch die ganze Zeit dann. Hat das okay gesagt? Sie hat okay gesagt. Sag mal doch mal in die Kamera. Du bist das Opfer.
Ich fahre die mit, die ich mitfahren kann. Ja, genau. Hey, jetzt korrigiert sie wieder. Hey. Ja, ist besser als eine Kurztüte zu haben. Sonst darf ich nicht mitfahren. Ich bin jetzt auch nicht mitfahren. Hör mal, wenn ihr eine Kurztüte habt, dann habt ihr auch nichts von. Dann ist es ja schlecht und dann ist der Tag gelaufen. Ich habe ja so Rolle mit Kurztüten bei. Ja, muss ja nicht sein. Habe ich extra mitgenommen. Ja. Du hast einen so Sack ganz große gelbe ja. Säcke. Ja. Genau. Mhm. Reicht. Da kann auch mehr was benutzt werden. Einmal durchreichen bitte. Wo sollen so viele nachschütteln? Ja, genau. Alles aus dem Rohr raus. Und alle, was übrig bleibt, die können wir mitpacken an die Wildschweinefabrik. Dann packen wir nur gleich in so einen gelben Sack rein und dann ist das nicht so schlimm. Das zeigen. Nora passt doch perfekt in den gelben Sack rein. Ja, aber der heißt ich durch. Ja, dann kriegst du halt zwei. Ja, nein, der reicht auch. Und damit haben wir das nächste Opfer. Ja. Oma ist das nächste Opfer. Außerdem hat sie ja unser Krümelmonster auf dem T-Shirt, ne? Genau. Ja. Me so hungry, steht da. Ich so hungrig. Noch Brötchen, Nora. Genau. Hungrig. Ja, muss ich T-Shirt damit füttern? Schokolade? Nein, keine Schokolade mehr. Aber das Krümelmonster ist doch keine Kekse. Natürlich ist das Krümelmonster Kekse. Ja, du bist das Krümelmonster. Ich auch bin Krümelmonster. Ich bin ein kleines Krümelmonster. Wir beide sind aber die größten Keksmonster. Gott sei Dank hab Kekse gekauft. Ja. Ja. Und das können wir die Woche nicht aushalten. Ohne Kekse. Halt ich nicht aus. Ich auch nicht. Nora, muss das jetzt sein? Ja. So Leute, ihr habt uns gehört, was wir vorhaben, was wir, wo wir sind. Und wenn ihr uns besuchen wollt, meldet euch an. Wer uns kennt, hat eure Handynummern oder ruft bei Wally im Laden an. Tschüss. Tschüss. Ja, war gut. Abonnieren, teilen und liken nicht vergessen. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.